Bis weit in die Nacht sind die Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen. Tod dem Diktator, riefen sie im Zentrum von Teheran und riskierten damit ihr Leben. Bewaffnete Milizen und Einsatzkräfte gaben immer wieder Schüsse ab. Davon abschrecken lassen sich die wenigsten. Trotz aller Risiken pilgerten am Mittwoch tausende Menschen in Sakes in der Provinz Kurdistan zum Grab von Jina Mahsa Amini. Das Regime geht oft brutal vor. 250 Menschen, darunter Kinder und Jugendliche, sollen bereits getötet worden sein. Mehrere tausend verletzt. Viele brauchen dringend ärztliche Hilfe, trauen sich aber nicht in die Krankenhäuser, weil dort immer wieder Polizisten auf sie warten. Ein Untergrundnetzwerk von Krankenschwestern und Ärzten arbeitet in verschiedenen Städten. Sie gehen direkt zu den Menschen nach Hause, um verletzte Demonstranten zu behandeln und die Metallsplitter zu entfernen, die sich in Körper und Gesicht gebohrt haben. In Mahabad, im Nordwesten des Landes, wird heute Mittag ein weiteres Opfer beerdigt. Laut Berichten in den sozialen Netzwerken wurde der junge Mann gestern bei einer Demonstration von Sicherheitskräften erschossen.